行犯がスタンバイしています。Yo guys, what's up? The Blue Gangster hier mit meinem Calmbot. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ich nenne das jetzt einfach nur Calmbot-Tuning, weil ich das so kenne. Und hier wird euch gezeigt, wie man spielt. Verfolgt es jetzt einfach mit. So. Hier. Direkt ein Follow-up. 1, 2, 3. Bisschen hart. Vielleicht. Weil normalerweise gibt es das nicht, dass durch einen Button direkt so ein Combo gestartet wird. Okay, jetzt machen wir das mal selbst. 1, 2, 3. Wow. Alle Tasten schnell drücken. Bestimmt voll übertrieben. Kranker Scheiß. So ein Vollidiot. Trottel sein Vater. Fail. Ja, genau. Das war sozusagen das Prolog und jetzt fängt es richtig an mit dem ganzen Shit, weil mit 3 Buttons im 5er Hit der locker über 70 abgenommen hat. Gibt's in Tekken nicht so einfach. Yep. Alright. Vorwärts, also forward, forward, forward. Jetzt backwards, back, back, back. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genau.
Blick. So ein Idiot. Genau. Forward, forward. Hier wird sogar angezeigt, was man halten muss. Krass. Sidestep. Ja, okay, Sidewalk. Und ja, Sidewalk nach unten. Alles klar. So, das war gerade 1, 2, 3, 4 irgendwie durchgemixt, scheißegal. Chapter 2. Ja, sag, was los ist. Alles klar. Genau. Okay. Ich hasse Ganryu. Hallo, ich drück doch forward, forward. Alles klar. 20 Befehle ausgeführt, ohne von Ganryu getroffen zu werden. Alright, was kommt jetzt? Ah, great. Okay, weiter geht's. Boss Battle. Jetzt wird's hart. Na, come on. Do something. Alright. Ich glaube, jetzt muss ich den Ballon einfach ausweichen. Besiege den nächsten Gegner. Okay. Ich glaube, das ging so am einfachsten. Ihr könnt da auch durchjumpen. Kein Problem. Wie wär's, wenn du mal rennst? Fail. Schon kassiert. Scheiße. Und das war Nina, falls es euch nicht aufgefallen ist. Genau wo ich vor ihm stehe, möchte gern Merlin. Warum kann der Typ nicht rennen? Das war so schlecht gerade. Wie eklig. Und ich duck mich wie ein Trottel. Als ob mich das trifft. Ja, yeah. Ja genau. Fall selbst rein. Das läuft gerade so scheiße. Scheiß Bob. Klar weicht der so aus. Kassiere ich vielleicht noch ein Combo oder so? Wie eklig, wie viel Leben ich verloren habe. Normal hätte ich das durchmachen müssen, ohne überhaupt was zu verlieren. Und Killer Duckface. Ein B in mein Gesicht, Alter. Nächstes Level, scheiß auf die Ränge. Der Beat war böse, Alter. So ein Schmuck. Alright, let's do this. Wow. Kam das überhaupt mal irgendwann dran? Oder ist es neu?
Ich habe das gar nicht in Erinnerung. Warum treffen nicht halt. Muss ich jetzt immer von denen getroffen werden, bis die Befehle geändert werden, oder was? Ja, irgendwie kommt mir das null bekannt vor. Okay, und jetzt? Ah, jetzt geht's erst los. Alles klar. Ja, dann. Jetzt müssen wir gucken, wo wir angreifen sollen. Ein High, Middle oder Down Attack. Ich benutze statt Down Forward 4 benutze ich. Statt Down Forward 1 benutze ich Down Forward 4. Ja, Back 4. Ah, jetzt verliere ich Leben. Ah, und jetzt wird doch angezeigt, was ich benutzen soll. Ob Punch oder Kick. Grab. Alright, war auch nicht gerade krass. Sorry, habe aus Versehen weggedrückt. Okay, es passt, das hätten wir jetzt auch durch. Ja, mal gucken, ob ich zugehört habe. Okay, bam. Bam. Mit Bomben sogar. Das heißt, wenn ich falsch mache, dann kassiere ich alle. Der Sidestep war nötig. Mann, brauche ich lang. Hä? What the fuck? Sie ab. Ich wusste es. Jetzt wird's hart. Fucking Lily. Muss es sein? Alles klar. Doch, geht schon besser, ohne dass ich Leben verliere. Ein Mitglied der Violet Girls. Alles klar. Ja, je besser man es macht, desto mehr schaltet man da frei und dann kann man Combat auch eigene Attacken geben. Also, das könnte eigentlich euer Ultimate Character sein, weil ihr. Also, es sind nicht alle Attacken verfügbar, aber ziemlich viele. Und die könnt ihr ihm dann selbst geben. So. Ich dachte schon, taucht da jetzt gar nichts auf. Damn, fuck. Ich wollte eigentlich ein Perfect draus machen. Aber er so dumm gesplattet ist. Gegen den dritten war es schwierig, glaube ich, für mich. Ah, damn. Counter in my face. Ah, ja, genau. Jetzt ab. Hä, ich hab doch gar nichts gemacht. Damn. Ich hasse das. Okay, und jetzt schnell, glaube ich, alles drücken. Ja. Ja. Und tschüss.
Naja, war auch nicht gerade so Bombe. Ja. Okay, alles klar. Und wieder ein B. Ein A sogar, krass. Es gibt hier aber ein S und das ist eigentlich das Beste. Okay, nächstes Level. Soweit habe ich euch alles über das Combat Tutorial gezeigt. Ihr werdet ja noch sehen, was kommt. Und ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich darüber labern will, wen gucke ich an. Das mache ich jetzt dann nebenher, wenn ich dieses Multitasking-Phänomen hinbekomme. Alright. Okay, Verteidigungstraining. Ja, wir wissen, wie wir uns abwehren sollen. Das habe ich den Leuten schon beigebracht. Genau. Aber das mit diesem Downback ist ein bisschen gefährlich, wenn ihr Sweeps ausweichen wollt. Okay. Du bist schon weg. Warum musst du genau dann von unten kommen, wenn ich angreife? Was für Abwehren. Ich greife einfach an, bis die angreifen und kriegen den Counter in die Fresse. Okay. Abwehr von Angriffen. Ja, nicht verteidigen kannst. Ja. Übertreib doch gleich, Alter. Ja, genau. Okay. Okay. Alles klar. Alright then. Ah, jetzt diese Wurfabwehr mit 1+2. Das geht ja bei manchen Throws, habe ich ja euch schon gesagt. Habe ich auch gezeigt eigentlich. Und von wegen Throws abwehren, der ist eigentlich der Beste da drin. Und mein Favorite von allen, wirklich von allen, der beste Spieler für mich, auch wenn er ab und zu mal verloren hat. Ah, Konton. Ist Nie. Für mich gibt es keinen besseren Spieler als Nie. Aus dem Grund, ich habe anfangs nicht gewusst, wer der Typ ist. Ich konnte doch die ganze Zeit. Ja, ich habe nicht gewusst, wer der Typ ist. Und habe mir so mal gegeben, so, wer sind eigentlich die besten Spieler so. Weil ich dachte, das kommt aus Japan. Japaner müssten eigentlich die besten Spieler sein. Und dann gucke ich so. Seht ihr, und dann habe ich die ganze Zeit in Turnieren und überall nur nie gelesen. Und dachte mir so, was ist das für ein Typ? Dann hat er mit seinen Online-Sessions angefangen. Und dann finde ich raus, der Typ ist gar kein Japaner, sondern Koreaner. Dachte mir so, alles klar. Ah, hier wird übrigens, alle Lessons werden hier gemixt. Ihr seht ja, die haben verschiedene Anzüge. So. Ja, und dann habe ich den halt geguckt. Und durch ihn bin ich halt zu seinem Rivalen JDCR gekommen, der heutzutage aber nicht mehr viel macht. Der hat einen geilen YouTube-Channel, also der hat echt lustige Videos drin. Ihr werdet euch den Arsch ablachen. Und, Anna ist da. Ja, genau. Alles klar. Auf jeden Fall, Alter, hat es gerade viel abgezogen. Ja, dann kam ich so zu JDCR, aber der scheint in Tekken 7, das scheint nicht sein Spiel zu sein. Der kommt in Turnieren nicht gerade weit und dadurch bin ich auch zu Help Me gekommen. Der ist cool, Saint hat's eigentlich drauf und diese ganzen Japaner, Koreaner, wenn ihr euch das gibt, ihr werdet am Anfang nicht verstehen, was so hart daran ist, wie die spielen. Aber je mehr ihr mit dem Spiel zu tun habt und je besser ihr drin werdet, desto mehr versteht ihr, wie hart eigentlich der Scheiß ist, den sie in Turniere reinhauen. Okay. Das wird jetzt ein Konterangriffsabtausch. Ich muss zuerst genau ausweichen. Das war nicht mit Absicht. Ah, fuck, warum? Ich habe das schon mal gemacht und da habe ich das hinbekommen, weil da kommen mehrere, dass ich nicht einen Kratzer abbekommen habe. Okay, und jetzt alle Knöpfe drücken irgendwie. Ah, nein, ah, fuck.
Ich hätte zuerst drehen sollen. Jetzt fällt er auf mich drauf oder so. Ja, fail. Fett reingeschissen. What the fuck war das? Hier ein Tipp: immer bei dem zweiten und vor allem bei dem dritten immer leicht nach hinten gehen, weil die wollen grabben und wenn ihr keinen Bock habt, immer diese Grabs zu blocken, einfach immer leicht nach hinten laufen, weil ihr schützt euch ja automatisch und ihr weicht ihren Grabs aus. Und warum treffe ich die? Habt ihr gerade gesehen? Endlich mal. Fuck, der ist mir zu nahe gekommen. Na, greift doch an, Mann. Dann trifft er auch noch. You're real? Na, endlich. Komm, noch einmal. Das war so klar. Endlich. So, und jetzt zuerst drehen im Kreis. Dann loslassen, warten und X drücken und dann in dem roten Bereich. Ich hoffe, das war nicht zu hoch. Ja, war okay. Ich habe auch schon mal 999 geschafft. Alright. Ich bin doch extra nach hinten. Der mit. Wieso hat meins nicht getroffen? What the fuck? Sein Arm ist zu kurz. Ich muss, glaube ich, mit einem Vorkontern. Ja. Ja. Ich komme gar nicht zum Reden. Dammit. You're real. Hör doch auf, Alter. Jetzt treffen nicht mal meine Konter oder was? Punish in your face. So. Jetzt noch eine Runde drehen. Fuck. Es war viel zu schwach. Und es war ein bisschen zu hoch. Ja, das war nix. Naja, auf jeden Fall. Gucke ich die, dann gucke ich nebenher noch so Combo-Videos und ab und zu Online-Sessions von der Mainman. Hinten dran noch ein SWE, weil der aus Schweden kommt. Der Typ, der hat eigentlich gar keine Chance gegen die Koreaner und die Japaner, weil das sind die Besten im Spiel. Aber dafür, was er macht, das ist echt schon ziemlich gut, weil der ist auch 21. Dan oder sowas online. Das ist schon fast Korean-Rang. Also die sind alle True Tekken-Gods und so weiter und so fort. Also letzter Rang, wenn es um online geht. Und der ist dafür, dass er nicht aus Korea kommt, ist er schon ziemlich nah dran. Und dann noch die Team Electric Lords mit den Herren OG, gegen den ich ab und zu mal trainiert habe. Der hat mir ein bisschen beigebracht, weil der ist Jin Pro und ich bin natürlich Jin Fan und der hat mir da so ein paar Tricks gezeigt, ist online mit mir in den Trainingsraum gegangen. Sehr cooler Typ. Einfach in die Luft fetzen und oben behalten. Nichts Besonderes. Okay, mit hinten vier, also back one. Ah, okay. Dann geht's so einfacher. Das wollten wir jetzt nicht sehen. Ah, fuck it. Gut. Ah, okay, zuerst auf dem Boden fetzen. Gut. Genau. Ja, und wie gesagt, die Electric Lords mit den Herren OG. Savage Ogre. Ist auch cool. Wie gesagt, meistens gucke ich halt nie. Und dann gibt es halt noch so nebenher so Leute, die ich feier, wie Olanji, weil er ein Japaner ist, der Tekken 7 spielt und Jin maint, weil eigentlich der beste Jin-Spieler war Hao, aber nach Tekken Tag Tournament 2 habe ich den nicht mehr gesehen. Der beste zurzeit, turniermäßig, der die letzten Turniere gewonnen hat, ist Nobis, Japaner. Er hat im Finale immer nie besiegt. Ich müsste mal wegdrücken. Aber ich finde ihn nicht besser als nie, weil er. Den sein Charakter erstens gefällt mir nicht. Das ist was Personal.
Und zweitens, der maint eigentlich nur Nobi. Wahrscheinlich, früher hat er auch hier in Tekken Tag 2, hat er auch Brian benutzt. Und Nie ist halt der Typ, der hat nicht so wirklich Mains, sondern eher Favorite Characters. Und der kann eigentlich mit jedem spielen. Und wenn ihr seine Videos guckt, also für mich, der ist, ich weiß nicht, der hat nicht irgendwie das gewisse Etwas. So. Ja, und je nachdem, welchen Charakter ihr maint, werdet ihr bestimmt einen Japaner, Koreaner in YouTube finden, der eure Charakter maint. Also bei mir maint ihr, also ich kenne keinen, der Law und Jin maint. Also Forest Law. Und ja. Hier einmal durch den Dings fetzen. Einmal so, dann so, dann so. Und dann so. Wie vorhin auch. Alles klar. Ja, auf jeden Fall guckt euch die Dinger an und dann werdet ihr sehen, okay, die haben Kombos drauf, die haben Sachen drauf. Das guckt euch das ruhig ab, das ist überhaupt kein Problem, das macht euch nur zu jemand Besserem, weil wirklich jemand Besserem als die Japaner und Koreaner in Tekken Tag 2 gibt's nicht. Gibt's einfach nicht und deswegen ist es auch nichts Schlimmes, was von denen zu lernen. Ich glaube, das macht sowieso jeder. Der Mainman gibt sich das auch. Ich meine, wir müssen warten, bis bei uns Tekken 7 rauskommt. Und das gibt es mittlerweile schon seit über einem Jahr in Asien. Fail. So, so und dann so. Genau. Ich muss ihn hochfetzen an die Wand, durch die Wand und dann weg wahrscheinlich. Fuck, ich wollte back vorne. Fail sein Vater. Und nochmal. Zack. 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 Ah, okay. Ohne ihn nochmal wegzufetzen. Fertig. Ja, genau. Alles klar. Ein Gegenstand freigeschaltet. Sehr gut. Ja, auch die Customization für Combat wird erweitert. Hierdurch. Und hier gibt es eigentlich noch eine Special Stage. Ich weiß nicht mehr, wie man die freischaltet. Ah, da sind wir. Mehr von Teufel spricht. Sieht ganz schön lustig aus mit den Kumas und Pandas, hä? Ja, genau, jetzt wird's richtig krass, weil das hier ist gegen jegliche Tekkenphysik. Luftkombo, ja. Ich halt doch nach hinten, man. Wieder Duckface in mein Gesicht. Und nochmal. Und er trifft mich mit dem Chaco. Okay, wie ist das jetzt daneben gegangen? Mann, war das schlecht. Zwölf Hit in your face. Das ist eigentlich überhaupt nicht möglich, was ich da mache. Aber hier für das Training ist es halt gut, um es zu lernen. Hochfetzen, oben behalten, bouncen. Oben behalten, bouncen. Oben behalten, bouncen. Trifft nicht, scheiße. Und das Coole ist, Alter, die Geschwindigkeit wird auch erhöht. Ihm wird nur durch das, was ich machen soll, Leben abgenommen. Wie ihr sehen könnt. Mann, war das lustig. Ja, genau, Luftkombo-Experte. Alles klar. Das war einfach. Man könnte es auch noch viel komplizierter machen. Eiskalt.
Mit dem Duckface. Scheiße. Ein A, wow, dafür, dass ich so verkackt habe. Los geht's. Weiter. Ach, hallo, da hinten ist der Winter von Tech. What the fuck? Was für ein Genius. Der hat sich einfach mal selbst reingehauen. Kranker Scheiß. Dass mir das erst jetzt aufgefallen ist, ich habe Combat Tuning echt nicht gerade oft gemacht, ey. So, jetzt wird das richtige Tag System erklärt. Weil bis jetzt war ich ja jetzt nur alleine. Und jetzt wird's richtig mit dem Tag Assault und alles erklärt, so. Hier. Das ist ja das, was dieser Instant Tag. Wenn ihr 1 plus 2 haltet und dann Tag drückt, wie ich euch gesagt habe. Oh Mann. Kranker Scheiß. Alles klar. Schade, dass man eigentlich nicht die Charakter so customisieren kann, wie hier gerade die Gegner auftauchen. Das hier ist der Original Tag Throw, also so wie ihn jeder Charakter hat. Manche haben Special One, hängt je nach Beziehung des Charakters ab, aber das hier ist der Standard. Also 2 halten und dann Tag drücken. Okay, vorne Dreieck und ein Tag. Ach so, das ist jetzt mit dem Bounce. Ach so, ich soll ihn zuerst so, genau. Das ist jetzt nur noch ohne Tag Assault, nur mit Wechseln allgemein. Kommt jetzt das mit dem Tag Assault? Ich glaube nicht. Tankangriff einzuleiten. Doch, das müsste das sein. Okay, mal gucken. Ja, das ist es. Zu langsam. Ich mach's einfach schneller. So, passt. Ist ja alles Kinderkacke, nachdem ihr meine Parts gesehen habt. Ich weiß gar nicht, in welche Reihe ich das hier reinmache. Ach so, automatisch, okay. Einfach Tag halten. Kann ich dann eigentlich nicht auch. Doch. Ging sogar schneller. Alles klar. Damit ihr wisst, dass jeder seinen allgemeinen Tag-Angriff hat, wenn ihr Tag haltet, wisst ihr eigentlich alles schon von mir. Okay, weiter geht's. Bla 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 bla. Ich glaube jetzt ganz normale Tag Combos. Okay, doch nicht. Ach so, ich glaube, das ist so und dann so, genau. Hochfetzen, wechseln und dann Tag Assault. Also zum Juggeln bringen. Habe ich doch gemacht. Ach so, das ist jetzt Mix-up. Je nachdem, was für eine Kleidung der hat. Der will wieder einen Throw kassieren, komm her. Ja, hallo? Der, keine Ahnung. Bei dem so. Nochmal das gleiche. Triff doch, Alter. Ah, oh, das war's schon. Okay. 30.000 in your face. Alright. Teamabilder, dass sie ihnen zu Verhängnis werden. Alles klar. Okay, dann hätten wir das jetzt auch durch. Boss Battle. Was kommt jetzt? Ach so, jetzt kommt das. Jetzt wird's lustig. Auf ein Spiel, entweder ich ist danach gekommen und jetzt vor allem das neue Spiel dazu hat was hiermit zu tun. Hier hat's nämlich schon angefangen. Ah,
Genau, das ist Bob King. What the fuck? Das ist eigentlich nicht möglich normalerweise. Das ist jetzt nur Ausnahme fürs Training, damit ihr wisst, wie es geht, ja? Nicht, dass ihr denkt, das ist wirklich möglich, weil sonst könnte man Infinite Combo reinhauen. Das hier ist Ryu. Pech gehabt. Ich habe ihn gekriegt durch die Backroll. Und tschüss. Schade, ich dachte, ich krieg mehr hin. Und er explodiert und haut Süßigkeiten raus. Okay, und jetzt wird's hart. Und? Wisst ihr, wer das ist? Fuck. Einfach simple 1-2 in your face. Und das war's auch schon. Sieht lustig aus, gell? Alles klar. Ja, jetzt vollendet. Und ich glaube, ein Part gibt's noch oder war's das jetzt schon? Das kann's nicht schon gewesen sein, oder? Wieder ein A. Ich muss echt gucken, dass ich die S-Ranks hinkriege, weil sonst habt ihr nicht alle Attacken freigeschaltet. Und dann... Hä? Oh. Finger on it. Now then, time to wrap up our little session. Drat, I hadn't installed the devil data yet. Sorry, mita koto ka. Shosen kono teidu yo. Well, no matter. This night will still end poorly for you. Excellent. Excellent. So ein Fisch, Alter. Ja, das war's eigentlich zu den Leveln. Wie gesagt, macht's besser als ich. Macht's viel besser als ich, holt bei jedem den S-Rank raus, dann habt ihr auch viel mehr davon. Und ich zeige euch jetzt mal noch ganz schnell, wie man dieses Ding zusammen bastelt, ja.
Ihr solltet gucken, dass ihr wirklich viele verschiedene Sachen drin habt, weil wenn ihr überall nur das Overpowered drin habt, dann wird er schlecht sein im, von wegen Abwechslung und so. So, und hier könnt ihr schon sehen, für jede Kategorie gibt es von ein paar Charakteren so die Möglichkeit, was zu nehmen. Was würde ich denn da nehmen? Ich brauche da keinen Bounder. Ich nehme das von Xiaoyu. Down 4. Ja, dann nehme ich das von Jinpachi. Okay. Down forward 1. Warum sage ich down forward when it's down 1? It's what the fuck is wrong with me? Down forward 1. Nein. Das ist gut. Das ist gut für Bound. Das ist sogar noch besser. Obwohl, nein, ich nehme das von Aimer King. Hä? Achso, das ist für das und das. Heißt es dann? Nein. Okay. Das ist eine krasse Attacke. Schon besser. Ich nehme die von King eindeutig. Weil die fetzt nochmal hoch. Also der Gegner bleibt länger in der Luft. Okay. Ne? Ja, besser. Nein. Zu hart. Katsuya. Okay. Dann nehme ich das von King, weil das fetzt weg. Gut. Nein. Nein, danke. Das ist gut. Oder soll ich das? Das ist schwierig, weil das hier. Mir geht es hier nicht um den Bound, sondern allgemein um die Attacke. Die fetzt gut weg. Und, aber das hier ist, obwohl das werde ich eh kaum benutzen. Gut, beim Aufstehen. Das ist krass. Nicht so. Kann ich nicht viel damit machen. Das ist gut als Counter. Ich glaube, ich nehme Steve. Das kostet ja auch Geld. Da unten seht ihr, wie viel ich insgesamt noch habe. Okay. Ah, nicht so mein Ding. Dann nehmen wir, obwohl, wenn ich mich zwischen den zwei entscheiden muss. Nee, dann, wir nehmen mal erstmal Jax. Vielleicht ändert sich das noch. Will ich an ein Running One? Ich glaube nicht. Dann nehmen wir auf jeden Fall das von Roger Jr. Gefällt mir nicht. Das ist sehr gut, wenn es nicht noch was Besseres gibt. Ja, doch, das von Paul ist. Das ist ein Grab, den nehmen wir sowieso. Ein fast so performt wie Jane Swing und das war jetzt für 1. Jetzt kommt's für 2. Wenn das von Brian da wäre, das wäre ultimativ. Also solange gebe ich mich mit dem von Paul zufrieden. Nicht schlecht. Dann nehmen wir Lars. Das von Dragunov ist schon gut, weil das ist auch schnell. Und ich brauche so einen Pick. Ah, ja, nehmen wir den von Dragunov, der ist gut. Okay. Back to. Ja, nehmen wir den von Lars. Passt jetzt nicht so zu der Combo, aber ich brauche einen Splat. Okay. Das ist krass. Konter. Also auch wenn das hier richtig gut ist. Obwohl brauche ich den Konter?
Nein, ich nehme das, dann kann ich leichter Kombos machen. Würde ich euch auch empfehlen. Hey, ich habe doch auf Asuka gedrückt. Forward 2. Könnte mir auch als Konter dienen. Ja, ich nehme das als Konter. Gut. Da will ich nichts. Gerade nicht. Das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Auch nicht. Könnte nützlich sein. Das ist gut. Das ist zu lahm. Ich nehme das mal. Das ist krass. Ja, da hat eindeutig Laws gewonnen. Forward, forward 2. Oh. Schwierig. Echt schwierig. Weil das ist mindestens genauso gut wie das hier. Will ich einen Wegfetzer oder einen Hochfetzer? Ich will einen Wegfetzer, ist guaranteed. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Jin-Fanboy bin, aber ich habe lieber was zum Wallsplatten als zum Hochfetzen, weil diese Hochfetzmöglichkeit gibt's immer. Und ich habe so das Gefühl, dass manche Charaktere viel zu wenig Wallsplatten-Möglichkeiten haben. Und dann nehme ich The Fist of Death, so wie ich sie nenne. Mein Lieblings-Running 2. Jins EWGF. Hochfetzer, ja, natürlich Jins EWGF. Okay. Nee, gefällt mir nicht. Gefällt mir auch nicht. Okay. Gut, dann nehmen wir das von Dragunov. Und jetzt kommt 3. Der ist eigentlich gut. Aber der von Brian wäre natürlich, obwohl der von Brian ist vor. Welcher ist am schwersten zu kontern? Der von Katsuya. Okay. Down one. Nein. Mm-mm. Dann nehme ich, glaube ich, den von. Ja. Von Lee, weil der distractet auch ein bisschen. Fummelt da ein bisschen rum. Sieht ein bisschen komisch aus, aber passt. Nein. Ah, ah. Das könnte ich nehmen. Das sieht gut aus. Das gefällt mir nicht. Ich habe nicht mehr so viel Geld. Damn. Back one, sehr guter Splat. Müsste ich eigentlich nehmen, wenn es nichts Besseres gibt. Es gibt nichts Besseres. One. Will ich bei One? Zu predictable. Das hier ist sehr gut. Das letzt den Gegner oben. Das ist sehr gut. Das hier geht so. Vor, das kann den Gegner stunnen. Das ist ein Grab. Eine Delay-Möglichkeit. Ich nehme den Stun, weil dann kann man auch Kombos draus machen. Nein. Also es gibt ja auch Moves, die finde ich nicht so Bombe. Der ist gut, weil der distracted auch. Aber der... Oh, die drei sind jetzt schwierig. Weil das ist ein sehr guter... Für Combos. Der ist sehr gut zum Distracten, aber der Fett kann auch durch die Wand. Ich nehme jetzt einfach mal mehr Distractors. Okay. Na, zu langsam. Ja, zu viel vor. Ah, der ist gut. Der ist gut. Dann nehmen wir den von Brian. Schlecht. Naja. Cool. Besser. Oh. Aber der ist zu langsam. Ich glaube, ich nehme den hier. Okay, ich habe eigentlich kein Cash mehr, aber was kommt hier noch? Ich glaube, da würde ich eher den von... Oh.
Ja, doch, ich würde eher den von Lee hier nehmen. Crouch, ja, da eher von Kazuya. Weil der hilft auch für den Wall Splat. Schlecht. Der war eigentlich okay. Der sieht aus wie Jin, Anfang von Jin neuen Grab. Jins neuem Grab in Tekken 7. Ja. Ja gut, das wär's dann eigentlich hier schon. Dann wie gesagt hier die Grabs und alles. Könnt ihr euch dann selber angucken. Und hier müsst ihr bei Level 1 und 2 müsst ihr je nachdem was für einen Rang ihr bekommen habt gucken. Und ihr könnt auch nur einen in der Kategorie wählen. Selbst wenn es verschiedene Begriffe sind. Ja und hier Level 5. Das heißt schon was. Das sind schon krasse Sachen. Hier noch. Das. Die müssen auch schwer zu bekommen sein. Alright then. Das war's für den Part. Ich hoffe, ihr habt's enjoyed. Ich hoffe, ihr habt was draus gelernt. The Blue Gangster is out. Peace, YouTube.